So Leute, hallo und herzlich willkommen zu One Piece, dem neuen JRPG. Ist erstaunlich, also es kommt erstaunlich gut auf Steam an. Ich dachte, wir schauen heute mal rein. Ist ein Turn-Based-RPG, ja. Ich glaube, uns allen sagt One Piece was. Vielleicht kurz mal vorab. Ich bin jetzt nicht One Piece-Profi. Gibt ja auch irgendwie an die 1000 Folgen, glaube ich. Also es bricht ja fast hier Detective Conan-Rekorde. Also es läuft ja seit Jahren immer noch aktuell. Ich selber habe nicht weit geguckt. Da waren sie schon auf Grand Line und so. Aber das nur einmal vorab. Ich bin jetzt hier kein One Piece-Pro. Ich kenne die Charaktere. Ich habe Folgen geguckt, aber so was da aktuell abgeht, gar kein Plan. Wir sind hier relativ frisch reingestartet auf irgendeiner komischen Insel und wir sollen jetzt unsere Crew suchen. Man rennt wohl hier so ein bisschen rum auf der Welt. Die Ziele der Episode werden rechts oben am Bildschirmrand angezeigt, toll. Und ich glaube, bei gewissen Begegnungen triggert dann Fight und dann haben wir einen Turn-Based, rundenbasierten Kampf. Missionen, die die aktuelle Episode voranbringen, sind mit Rot sind mit einem roten Symbol markiert. Relevante Ziele und ähnliche sind durch ein weißes Symbol mit roter Umrandung gekennzeichnet. Okay, also in der Ferne das rote Ding, Hauptquest. Relevante Ziele und ähnliches, wie es rechts dargestellt ist. Nee, das steht. Mission, die dir. Ja, ist ja auch egal. So, Charaktere mit einem Streifensymbol geben die Ratschläge zu seinem Abenteuer. Ein rotes deutet darauf hin, dass sie Hinweise zur Hauptepisode für dich haben. Also rede unbedingt mit ihnen. Okay, so. Also ihr seht, ne? Könnt ihr uns ein bisschen frei bewegen. Da seht ihr auch die Steuerung. Springen. Man kann auch irgendwie sich hier. Hier, Gum-Gum-Rakete. Aha, aber keine Ahnung. Ja, gucken wir noch. Und man kann ja auch interagieren? Mit all möglichen Zeug? Nee? Doch. Was zum Henker ist das? Ein komisches Muster drauf. Ah. Also hier ist irgendeine komische Insel. Die Sunny. Sunny heißt das Boot, ne? Das Schiff. Boot. Ist am Sinken. Und wir suchen Nami, Zorro und Brook. Zorro finde ich ja mega geil. So, was hier los? Dieses coole Eis ist auf einmal verschwunden. Genau, hier kamen gerade so Blitze runter und die waren eingefroren. Also ganz merkwürdiger Kram. So, wir gehen jetzt mal zu Frankie und fragen ihn, was Sache ist. Ich habe auf der Gamescom gab es so eine Bandai Namco Booth, wo man Backstage zocken konnte. Und da habe ich Viet getroffen von Rocket Beans. Und der hat das gerade gezockt. Der ist wohl auch. Boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der ist relativ into One Piece. Oder hat er mir gesagt, nee, gar nicht? Naja, auf jeden Fall hat er das da gezockt. Ich habe ein bisschen geguckt und sah ganz cool aus. So, ja, er macht sich Sorgen. Okay. Ja, braucht Material, um die Sunny zu reparieren. Ah, ja, komm mit. Frank ist der Gruppe beigetreten. Okay. Ich habe so ein typisches Turn-Based-RPG, was ich viel gespielt habe. Ne? Also am ehesten vergleichbar, woran ihr alle denken könnt, ist Final Fantasy. Die ersten Teile, sag ich mal. Ja, was heißt die ersten Teile? Also ich glaube, die Klassiker sind ja so 7, 8, 9. Ein Turn-Based-RPG, was ich super viel gespielt habe. Er sucht seinen Hut. Ist Der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Ist ein übel geiles Gamecube-Turn-Based-RPG, wo man quasi nicht die Main-Charaktere spielt. Man. Aha, der hat. Ja, der sucht natürlich Nami. Naja, also könnt ihr mal auschecken. Ist aber für Gamecube. So. War wirklich immer grandios. Sanji, Itaka, Nami-tachi. Ja, okay. Sanji ist auch der Gruppe beigetreten. Okay, wir sammeln jetzt erstmal alle Leute auf. Und ich gehe mal davon aus, dann gehen wir ins Inselinnere. Ach, vielleicht da rein hinten? In die Höhle? So. Robin. Ach, schon klar.
Das sind diese Blitze. Kein Gewitterwolken zu sehen. Keine Gewitterwolke zu sehen. Aber trotzdem hat der Blitz eingeschlagen. Ein seltsames Phänomen. Was könnte das nur bedeuten? Robin, Gruppe bei. Die hat ja so... also Manometer, ne? Es ist ja... Wow. So, Servus. Aber es wird hier nur noch mehr awkward. Ich rieche Nami. Ja gut, ist ja... Es ist noch ein Rentier, kein Spürhund. Naja, ihre Pferde führt in die Höhle da. Ja, also es fing eben an, da waren die alle K.O. und ein bisschen ausgenockt. Fängt hier so mitten in den Abenteuern an. Ich weiß nicht, wie aktuell das ist. Ist das irgendwie aktuell, wie die Story verläuft? Das wäre krass. Wobei, geht ja gar nicht. Die kommt ja, kommt die nicht wöchentlich raus? Allein in der Entwicklungszeit passiert ja dann schon ewig. Aber war da hin niemand? Muss ich nicht noch mehr aufsammeln? Na gut, es gibt auch eine Map. Können wir uns mal angucken. Sehr schön alles, ne? Also ich habe das Gefühl, das Game glänzt halt jetzt schon sehr mit seiner Aufmachung. Also ich mag den Grafikstil, ne? Das ist, finde ich, cool als 3D-Spiel umgesetzt von einem Anime. Und auch die ganzen Animationen, jetzt auch wenn man mit den Leuten redet, wirkt alles sehr lit, ja? Bandai Namco, es könnt ihr so, Zitat, ne, bei so einem Gameplay-Trailer, wenn da steht 10 von 10 IGN oder was weiß ich, Animationen sind lit, Henno Blatt. So, was haben wir hier? Ist das Speichern oder so? Was ist das? Es leuchtet. Okay, das ist jetzt nicht mehr, was für eine kunstvolle Verzierung. Ja, jeder sagt jetzt einmal seinen Senf dazu. Speicherpunkte, ja. Okay. B, ne? Interagieren, I guess. Ja. Aha. Und da sieht man die aktuelle Gruppe. Ich fand's immer sehr cool, in solchen Turn-Based-RPGs so nach und nach die Charaktere anzusammeln. Jetzt startet man direkt schon mit Vieren. Fühlt sich sehr weit schon an. Ah, hier war Wirt. Naja. King Kong Garten. Okay. Heftiger Baum? Also, so ein Baum im Garten? Kann man noch überspringen übrigens? Good to know. What the fuck? Entschuldigung, das, oh, da ist King Kong, oder? Was? LOL! L-M-A-O! Der King Kong hat Nami. Das ist ja arschwitzig. Okay. Rette Nami vor der Bestie. Okay. So. Hier geht's nicht lang. Anscheinend müssen wir außen rum. Gut. So, jetzt brauchen wir dieses Gum-Gum-Ding, ne? Benutze LT, um zu zielen, RT, um dich von mit einer Gum-Gum-Rakete an einen entfernten Ort zu begeben. Mit Hilfe dieser Rakete kannst du unter Umständen sogar Gebiete durchqueren, die dir als Sackgasse erscheinen. Okay. Ach, dahin jetzt. Okay. Holy shit. Er war so ein bisschen Auto-Aim. So, hier hüpfen, ne? Hammer. Zack. Heftig. Oh, was ist denn hier los? Hier ist sowas versteckt, nicht? Na gut. So, scheiß auf Info, oder? Naja, komm, wir können mal gucken. Hm. Gut, aber... Kann man diese Pilze essen? Aber was bringt das hier? Also, I mean... Hm. Kann ich irgendwie gedrückt halten? Nee. Man kann ja alles anwählen. Auf dem Boden liegen viele Dinge verstreut. Wenn du etwas Glänzendes siehst, hebe es mit B auf. Leuchtende Fässer, Krüge und Kisten sind zerstörbar. Okay. Wie mache ich die kaputt? Ach, einfach B. Ogerzwiebel. Okay, ein bisschen reinlooten. Blaues Pfefferkorn. Wahrscheinlich kann man auch so kochen und so und die Gruppe buffen und... Das war ich nicht. Krass. Gut.
Ich werde jetzt... Ah, dahin ist er. Ich bin halt auf den Kampf gespannt. Oh. Was ist das für Opfer? What the fuck? Ja, mach die mal weg. Sind diese Typen mit den Gorillas befreundet? Okay, das ist jetzt der Fight. Krass, okay, also... Kann ich irgendwie durchwählen? Nee. Also, nach oben. Pfeiltaste können wir angreifen. Kampfbefehle, ja. Kämpfe werden in separaten Gebieten ausgetragen. Ja, genau, so Instanzen. Deine Crew kann in denselben Gebieten landen wie ihre Gegner, aber auch in anderen. Wähle einen Befehl mit den Pfeiltasten aus. Greife zuerst die Eiser an. Fähigkeiten, Gegenstände, gut. Dann machen wir das. Es gibt auch Taktiken, okay. Eiser A. Okay, kann man wählen. Bestätigen. Das ist eine normale Attacke. SP plus 40. Spannungspunkte. Verbrauche SP, um mächtige Fähigkeiten einzusetzen. Ein paar SP werden wiederhergestellt, wenn der Kampf beginnt und wenn du Gegner angreifst. Die angesammelten SP bleiben nach Ende des Kampfes erhalten. Oh krass, das heißt, man kann die bei schwachen Gegnern mega farmen und dann bei Bossfights richtig rausballern. Die Anzeige um ein gegnerisches Symbol gibt die Aktionsreihenfolge an. Leuchten alle Bereiche auf, ist der jeweilige Gegner als nächstes dran. Okay. Alter Dicky. So, Sanji. Okay. Der ist als nächstes dran, ja? Sehe ich das richtig? Nee, ne? Okay, der kriegt jetzt erstmal in die Fresse getreten. Was ist das für eine Attacke? So. Ja. Zack. Die gehen ja nur auf Ruffy. Aber er hält ja ultra viel aus auch, ne? So. Der zerlegt. Okay, jetzt habe ich ganz viel SP gefarmt, oder? Geld? 1800, EP 24.000. Okay. Ja, chillig. Geil. So, was geht hier ab? Okay. Jetzt können wir Fähigkeit machen. Geil. Weil wir genug SP haben. Einige Fähigkeiten treffen einzelne Gegner, andere mehrere. Wähle hier eine Fähigkeit aus, um dir ihre Effekte anzusehen. Gum Gum Pistole, Gum Gum Bazooka, Gum Gum Gatling. Okay, woran erkenne ich jetzt mehrere? Ach, guck mal. Bei der Gum Gum Gatling sind so mehrere Gegner um ihn herum. Das checke ich nicht. Da checke ich den Unterschied nicht. Na gut, ich mache mal Gum Gum Gatling. Wo sehe ich denn meine SP? Ach da, neben dem Charakter. 336. Und das kostet nur 32. Ach, rechts oben steht es auch. Aktuelle SP. Okay, aber die sind alle gesperrt, bis auf Gum Gum Gatling. Ja, dann kriegen jetzt alle aufs Maul. Alter. Junge, ich, wenn Big Leute in Bock betreten. Der hat nichts anbringen lassen. Ja gut, so können auch... Da hinten sind die ganzen Eiser-Leute. Junge, er ist so ein Simp, ne? Naja. Kann ich auch sprinten? Laufen, RT. Ja, so. Supi. Ja gut, viel schneller ist es nicht. Was ist das denn jetzt? Heilige Scheiße. Das ist echt eine abgespacete Insel. Chopper. Ja.
Er hat Hunger? Sieht nicht feindselig aus. Okay, die wollen Lysop essen. Lysop ist gelähmt. Hey, da hinten ist wieder so ein Eisaki. Gegner haben sich... Was? Erhöhter Angriff für Gegner im Gebiet von Lysop. SP für die Crew erhalten. Dramatische Szenen. Ach, er ist jetzt in einem anderen Kampfgebiet als wir. Gegner haben sich gruppiert. Befreie das Gebiet von Lysop, bevor Lysop fällt. Dramatische Kämpfe. Unter bestimmten Voraussetzungen kommt es zu dramatischen Szenen. Diese können beispielsweise den gegnerischen Angriff erhöhen und dafür sorgen, dass Gegner mehr Schaden erleiden. Gegner? Wenn es keine Gegner in einem Gebiet gibt, kannst du einen Gegner in einem anderen Gebiet angreifen, um in dieses Gebiet zu wechseln. I see. Ja, okay, Lysop ist jetzt von uns isoliert. Wir haben so ein Eisafi und Lysop hat da drei diese Riesen. Ja. So, dann latsch mal das Vieh weg. Easy. Junge. Okay. So, jetzt können wir doch sicherlich darüber wechseln. Jawohl. Hätte einfach mal diesem Vieh richtig in die Fresse geboxt. Oh, weia. Ach, wir greifen trotzdem von hier aus an. Okay. So, was hat er für Attacken? Ja, ich würde gerne Fähigkeiten machen. Oh mein Gott, das war ein Crit. Doch, Fähigkeit. Gatling. Rauf da. Okay, ein Vieh ist tot. Fähigkeiten, was kannst du? Heilung. Armpoint. Okay, Angriff in Armpoint. Ein mächtiger Hufschlag, nachdem er seinen Oberkörper verstärkt hat, lässt das hier in Ohnmacht fallen. Geil, machen wir mal auf den, der als nächstes dran ist. Okay, er ist tot. Was hat er so? Heftiger Tritt gegen die Schulter des Ziels. Trifft das Tier in verschiedene Körperteile und verbastelt ihn zum Abschluss einen mächtigen Rückwärtstritt. Es gibt hier einiges. Ich bin da so ein bisschen vor, aber bist da durch, ne? Bei diesem Angriff geht er in den Handstand und dreht sich. Okay, also wir machen Single-Target, das Ding. Da steht ja auf, wie viel Schaden das macht. Machen wir den. Ja, die machen nicht mehr. Okay, Lysop hat wieder Bock. Befreie das Gebiet. Cool. Okay. Easy. Ja, da müssen wir uns jetzt noch eine ganze Weile... Wobei, da hinten ist es ja eigentlich schon, oder? Hauptsache, die springen hier nicht runter. Okay, hier passiert wieder was. Okay, klettern wir da hoch. Ist für mich kein Problem. Mit B. So, und hier ist jetzt King Kong? Nee. Ja, ich höre sie. So. Zack. Das geht geschmeidig. Ich weiß nicht, warum man immer so aimen muss, aber... Was ist hier los? Oh, eine Seelöwenfamilie. Die schlüpfen aus Eiern? Die Eltern haben die Eier aus einem Vogelnest für ihre Kinder mitgebracht. Wow, die Walrosse fressen die Eier. Ist das normal? Was? Labert ihr? Weiter.
Also es sieht wie ein riesiges Nest aus. Gerne. Oh, das war ein bisschen versteckt hier. Ja, aber wie ist denn das jetzt zum Beispiel mit, sind die jetzt noch gedamaged vom letzten Fight? Bestimmt, oder? Man kann ja wahrscheinlich auch, genau, hier so reingucken. Lysop hat aufs Maul bekommen. Sie hat noch gar nichts gemacht, ne? Muss man da irgendwie die Reihenfolge ändern? Crew-Info, Auswahl. Ja, der hat krass auf Stufe 40. Wait, die sind alle Max-Level. Oh, also gehe ich von aus. Okay, ich glaube, es ist so, dass das hier so ein bisschen der Prolog ist. Und am Ende vom Prolog passiert wahrscheinlich irgendwas Drastisches. Nee, wir müssen hier lang, oder nicht? Nee, darf ich nicht. Am Ende vom Prolog passiert wahrscheinlich irgendwas Drastisches. Und dann ist man wahrscheinlich so auf Null resettet und muss von Level 1 sich hochgrinden. Ach, da ist sie! Okay. Nur, was ist das für ein Vieh? Ist ja insane. Nami-san, ah, jetzt kommen die schon wieder. Junge, es sind aber einige. Ja, da mache ich eine schöne Shotgun ran. Wie sauer die alle gucken. Okay, jetzt sind die wahrscheinlich... Haben wir wieder jetzt so zwei Kampffelder? Gebiete? Ja, die haben irgendwelche tollen Farben. Taktiken. Effektivität von Typen. Aha. Normale Angriffe sind in die Typen Kraft, Tempo und Technik unterteilt. Je nach Situation sind einige von ihnen effektiver als andere und verursachen unterschiedlich viel Schaden. Okay, also Technik ist stark gegen Kraft, Kraft stark gegen Tempo, Tempo stark gegen Technik. Die Effektivität wird im Gegnersymbol angezeigt. Okay. Okay, wird angezeigt. Tausche deine Kampfcrew aus, indem du Y drückst. Wechsle zu einem Crewmitglied, das gegen den jeweiligen Gegnertyp effektiv ist. Junge, das ist halbe Pokémon. Okay, das heißt... Nee, guck mal. Lysop und er stehen zusammen. Dann da hinten ist Ruffy gegen zwei. Und dahin ist Robin gegen zwei. Okay. Und ich kann jetzt... Kampfcrew ändern und die switchen, oder was? Okay, und gut. Und der ist Technik. Gegen Technik war Tempo gut. Wo sehe ich denn, was er ist? Ach, er ist Kraft. Da ist so ein Faust an seinem Symbol. Genau, das heißt, er ist schwach. So. Hier, Lysop ist Tempo. Aber Frankie auch. Okay, das heißt, ich hole jetzt Frankie. Kann nicht getauscht werden. Dann Lysop. Hey, jetzt kommt doch Frankie. Ach, ich habe Frankie mit Lysop getauscht. Das war falsch. Er tauscht mit Lysop. Okay, und da gehen jetzt auch keine Aktionspunkte flöten. Gut. Fähigkeit. Schwach. Oh. Habe ich es jetzt genau falsch gemacht? Nee, aber Tempo war doch gut gegen Technik. Da sind auch Pfeile hoch. Kann man natürlich auch so interpretieren, dass Technik gut ist gegen uns. Lysops Hammer. Jo, das war ein One-Tip. Aber hat weniger Schaden gemacht. Oder? Ich bin so verwirrt. Okay. Robin ist ohnmächtig. Statusleiden. Einige gegnerische Angriffe verursachen Statusleiden wie Blutung oder Ohnmacht. Statusleiden. Heißt nicht einfach Statuseffekte? Ja, Leiden ist dann so negativ, ne? Ja. Also die geben dir im Kampf Nachteile. Jo. Indem sie dir jede Runde Schaden zufügen oder verhindern, dass du eine Aktion ausführen kannst. Also behebe sie schnell mit Heilgegenständen. Oder lass dir von... Oder lass von Chopper helfen, ja. Gut. Er ist ja Kraft. Und da ist Tempo.
Kraft war schwach gegen... Kann ich noch mal... Ach, unten links steht es. Kraft ist gut gegen Tempo. Gut. Aber da mache ich eine Fähigkeit. Mache ich mal die Gum-Gum-Bazooka. Abfahrt. Ciao. Den hat zerrissen. Da wird geslappt. So. Fähigkeit. Nee, wir können jetzt ja auch normale Angriffe machen, ne? Genau, der ist Kraft. Ja, da ging es immer schlecht. Warte mal. Crew ändern. Guck mal, einige kann ich nicht ändern. Ach, weil die schon dran waren. Dann hole ich jetzt Sanji. Kraft ist ja gut gegen Tempo. Der ist aber auch Kraft. Habe ich noch eine Technik? Bei Technikfragen? Technikfragen? Ne, ist auch Kraft. Gut. Aber vielleicht haben wir Fähigkeiten, die Technik sind? Ne. Gut, dann mache ich eine normale Attacke, glaube ich. Gut. Robin ist bewusstlos. Gut, dann... Hauen wir den noch weg. Ciao. Mache ich gerade Crits oder sind das alles One-Tets? Das war ein Crit. So. Das ist nicht gut. Lysop. Frankie. Nee, das ist Quatsch. So. Jo, was, also krasser Typ. So, Abfahrt. Ja, einfach genau, also kompromisslos in die Fresse geboxt. Geil. Jo, das gab EP. Aber ich habe das Gefühl, nach dem Prolog... Nee, ist jetzt Level 41, okay? Hm, gehen die Attribute alle hoch, cool. Gut, gut, alle Level up. Ja, man startet ja nicht mit Level 40, oder? So, oder? Ja, ja, ja. Schade, ich dachte, jetzt kommt ein heftiger Bossfight. Oh, Luffy! Alle sind gleich. Ah, nur Brook. Maigo und Marimo sind zurückgekommen. Wer ist Maigo? Okay, er ist nicht dead. The fuck, ey. Gut. Ja, dann gibt's jetzt, hoffe ich, einen fetten Bossfight. Nur hat er da Kanonen neben sich liegen? Nami! Okay, nice. Oh, der hat auch ein paar Ads. Ah, okay, ist wieder so gestaffelt. Namis Genesung steht an erster Stelle. Ach, die hat schon... Aha. Heile Nami auf... Was? Das ging schnell. Habe ich nicht weggedrückt. Gegenstände. Wähle im Inventar Gegenstände aus, um diese einzusetzen. Gegenstände können verschiedene Status... verschiedene Effekte haben, die weit über das Wiederherstellen von LP und SP hinausgehen. Okay. So, hier. Heilt 900 LP. Abfahrt. Geil. Nami gerettet. Fair und Mumm erhöht. Okay, jetzt ist das Vieh dran. So. Wenn deine Crew an der Reihe ist, kannst du mit LB, RB festlegen, wer zuerst aktiv werden soll. Sieh dir die Aktion des Gegners an und entscheide, mit welchem Charakter du agieren willst. Ach so, also ich kann jetzt zwischen Nami und Robin... Ach so, ich kann bei allen... Da gibt es keine feste Reihenfolge oder ist es nur zum Start des Kampfes? Ist deine Crew an der Reihe, wähle den aktiven Charakter mit... Okay, nee, ich kann anscheinend. Gut, wer ist denn als nächstes dran? Der Typ links. Gut, der ist Technik. Gegen Technik war was gut? Tempo, I guess. Ne, das wie ist als nächstes dran. Gut. Tot.
Greife zuerst Gegner mit vollen Anzeigen an. Nutze die Schwächen deiner Gegner aus. Setze die richtigen Fähigkeiten ein, um ein Ziel oder mehrere Ziele zu treffen. Greife zuerst Gegner mit vollen Anzeigen an. Na, das weiß ich jetzt nicht so richtig, ne? Aber ja, gut. Dagegen ist sie schwach. Dann wechseln wir mal. Warte mal, was ist sie? Technik. Und das ist... Tempo. Ja, dann brauchen wir Kraft. Holen wir mal Chopper rein. Ach so. So, und der macht eine normale Attacke. Zack. So, jetzt ist Ruffy dran. Wer ist er denn? Er ist Kraft. Gegen Kraft war Technik gut, ne? Dann holen wir mal Zorro. Oder machen wir machen erst die Ads weg, oder? Ja, wir machen erst die Ads weg. Okay, trotzdem brauchen wir Technik. Dann wechseln wir mal. Ja, wir können eine AOE-Attacke schmeißen, oder? Hat er SP? Fähigkeiten? Jawohl. Hier. Abfahrt. Helikopter? Ach, schade. Oh, der blutet. Nice. Jetzt er dran. Leel, der macht ja gar nichts. Okay, haben wir nochmal Technik? Irgendwas hier? Jawohl. Jetzt kommt mal Robin zum Einsatz. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Fähigkeiten? Wirft einen Gegner mit unzähligen Händen um, die sie wachsen lässt. Ein verbotener Angriff, der den empfindlichsten Bereich eines Mannes mit einer gewachsenen Hand zerquetscht. Ist aber schwach. Greift mit unzähligen Händen an, diese wachsen lässt, schleudert es hier in ein anderes Gebiet. Oh lol. Ja, dann gehen wir mal. Gehen wir. Haben wir AOE ja das, ne? Ja, dann machen wir jetzt mal beide hier. Okay. Ach, das hat seinen Angriff auch verringert. So, jetzt machen wir mal richtig Single-Target-Damage. Hier, 2,5. Fügt dem Ziel Blutung zu. Ja, Abfahrt. Okay, der hat gesessen. 33 Damage. Ist ja lächerlich. Junge, er kriegt 300 Blutung. Was kann Nami? Warte mal, welchen Typ hat sie eigentlich? Tempo. Ist sie schwach gegen Kampf? Können wir noch was reintauschen? Nö, ne? Ja, dann ist es so. Dann machen wir irgendwie... Ach, die kann buffen. Dann buffen wir sie. Lässt einen Verbündeten einem Angriff ausweichen. Nö. Lähmt das Ziel. Verführerischer Angriff, bei dem sie viel nackte Haut zeigt. Bezaubert das Ziel. Probieren wir mal aus. Verfehlt. Hä, hey, ich dachte, er hat sie da extra in sein Nest geholt. Naja, muss er wissen. Gut, was machen wir jetzt? Stellt 50% der LP eines Crewmitglieds wieder her, Alter. Also ne, ich probiere mal ein bisschen rum. Guck, was so geht. Angriff im Armpoint. Lässt das Ziel in Ohnmacht fallen. Ach, wenn der Effekt hier draufsteht. Was ist das hier? Stellt 70% der LP aller Crewmitglieder im selben Gebiet her. Krass. Ja, das ist so ein Support. Lässt das hier in Ohnmacht fallen. Ich glaube, der ist immun dagegen. Okay, wir machen mal den hier, oder? Vielleicht Ohnmacht. Ich glaube, das hat nicht gewirkt. Gut, dann machen wir jetzt normale Angriffe. Oh Junge, der rasiert aber. Heilige Scheiße. Jetzt er dran, ne? Bluten ist, glaube ich, auch nur einmal nach der Attacke, oder? Ah, ne, okay. Geil.
Bluten kann man wahrscheinlich aber auch nicht stacken. Tot. Witzig, dass sie ihn finisht. Okay. Bananen-Krokodil-Pastete 1. Super. Okay, die sind jetzt alle Stufe aufgestiegen. Ne, nicht alle, okay. Ja, das ist, naja. Die Funktion der Kampfgeschwindigkeitsanpassung wurde freigeschaltet. Ah, kann man ein bisschen erhöhen, ja? Wie die ihre Aktionen ausführen. Jo, der hat echt einiges angehört. Ich muss sagen, den Frankie kenne ich gar nicht. Also habe ich anscheinend nicht weit genug One Piece geschaut. Aber sieht interessant aus. Heftige Sonnenbrille. Ah ja, er sucht ja noch seinen Hut. Stimmt. みなさん、私はここですよ。どうしたんだ、ブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私、骸骨だから肉ないんですけど。この辺りの潮から見て、かなりの水深がありそうね。 Ich muss sagen, Brooke kenne ich auch gar nicht. Wer ist das jetzt? Aha. Doch, doch. War das jetzt der Prolog? Oder gibt es keinen Prolog? Aber schon, oder? Es war jetzt sehr... Aber wir sind doch auf der geheimnisvollen Insel, oder? So. Aber ich dachte, auf der Insel sind wir. Ich halte mal mein Maul. Vielleicht klärt sich das jetzt. Ist das jetzt, wie das passiert ist? Kann sein, oder? Mascha. Okay. Ah, das ist der Brook. Wogegen kämpfen die? Eis. Ach, da sind Sachen im Weg und die zerstören das. Also, die. Okay. Aha. Oh. Ah. One Piece Odyssey. Okay, es war wirklich der Prolog. So, und das war jetzt nochmal, wie wir hergefunden sind. Gut. Haben. Wird geladen. Und das sind die mysteriösen
Männer, die uns auf dem Schirm haben, Digga, und uns abstechen wollen. Ich die Strippenzieher. Okay. Kapitel 1, Insel der Stürme. Mich würde interessieren, ob das wirklich irgendwo in der Storyline von dem Anime einsetzt. Oder ob das komplett für das Spiel nochmal eigens erdacht wurde. Also eine eigene Storyline. Wie so ein Dragon Ball Film quasi auch, wisst ihr? So isoliert. Oder Pokémon Film. Okay, und das Mädel hat seinen Hut. Na gut. Dann war das jetzt wirklich Prolog? Mich würde halt nur interessieren. Ja, also. Aha, jetzt haben wir hier genug zu tun, ne? Boot reparieren, Hut finden, etc. Mich würde halt interessieren, ob das Spiel quasi nochmal einen Reset jetzt bald erfährt. Oder der Spielstand, sodass man halt wirklich mit einigen wenigen auf Stufe 1 anfängt und dann nach und nach die Leute einsammelt. Weil so finde ich so Turn-Based-RPGs am besten. Wenn man nicht hier voll ausgestattet mit allen Fähigkeiten schon gefühlt freigeschaltet. Also, ne, dass man auch Charaktere levelt und dann die erste Special-Fähigkeit oder so freischaltet, ne? Also Gum-Gum, Shotgun oder was weiß ich. Aber ich habe das Gefühl, wir haben schon alles. Aber ich glaube, könnte natürlich jetzt auch komplett Kapitel 1 sein. Ich hätte jetzt gedacht nach dem Prolog, dass da irgendwas passiert, wodurch man resettet ist. I don't know. Okay, man sieht die Speicherpunkte, man sieht ein Lager. Okay. Aber ich denke, das findet man schnell heraus. Theoretisch kann man das wahrscheinlich auch einfach googeln. Ja. Ich habe gesehen, es gibt viele Reviews von IGN, von PC Games, etc. Könnt ihr mal abchecken. Das war's. Ich wollte mir mal wieder so ein bisschen größeres Game angucken. Hoffe, hat euch Spaß gemacht. War so ein First Look, ne? Und ich verabschiede mich. Wünsche noch einen schönen Tag. Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wie auch immer. Schlaf gut. Bis zum nächsten Video. Tschüssi.